So, einen schönen guten Morgen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Ihre Gesprächspartner sind die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck, die Bundesministerin für Frauen und Integration, Susanne Raab, die Generaldirektorin der Vienna Insurance Group, Elisabeth Stadler, und der Flughafen Wien Vorstandsdirektor Günter Ofner. Frau Bundesministerin, bitte. Ja, herzlich willkommen bei uns im Haus. Ich freue mich sehr, dass die Susanne Raab als Frauenministerin heute auch mit dabei ist und auch sehr über die Teilnahme der Frau Elisabeth Stadler und Günter Ofner, die Generaldirektoren von Flughafen und Vienna Insurance Group. Wenn wir von gleichen und gerechten Gehältern, der Gleichstellung von Frauen und Männern und auch der gezielten Frauenförderung in Unternehmen sprechen, dann sind das wirtschaftspolitische Fragen. Denn Frauenpolitik ist auch Wirtschaftspolitik. Und ich habe ja 22 Jahre Erfahrung in der Wirtschaft gehabt, davon 15 Jahre als CEO. Und ich muss sagen, Investitionen in Frauenförderung sind Investitionen, die sich wirklich lohnen. Als Wirtschaftsministerin ist es mir ein großes Anliegen, dass wir das Thema aufgreifen und dass wir das Thema vorantreiben und das Potenzial, das wir in Österreich haben, auch entsprechend nutzen. Es kann nicht sein, dass wir 50% des Potenzials, das in Österreich ist, auch brach liegen lassen und darauf verzichten. Es gilt, dieses Potenzial auch entsprechend zu fördern. Eine weltoffene Gesellschaft in Österreich ist wichtig und insbesondere für den Wirtschaftsstandort wichtig. Deshalb habe ich schon mit meinem Team gemeinsam in der ersten Runde der Regierung, wo ich der Regierung dazugehören konnte, vor 1,5 Jahren begonnen, ein Gütesiegel zu entwickeln, ein Gütesiegel für Unternehmen zu entwickeln. Es ist jetzt der Feinschliff gekommen in den letzten paar Wochen, sodass wir jetzt diese neue Auszeichnung präsentieren können. Es gibt andere Auszeichnungen, zum Beispiel für Familienfreundlichkeit oder für Corporate Social Responsibility. Das sind alles Auszeichnungen, die es gibt. Aber es gibt noch keine Auszeichnung in Österreich, die die Frauenförderung in den Vordergrund stellt und auch keine Auszeichnung eben, die diese innerbetriebliche Frauenförderung betont. Deshalb haben wir in den vergangenen Wochen eben diesen Feinschliff gegeben und haben dieses Equal Pay Siegel entwickelt und eine entsprechende Marke auch dazu, die ich Ihnen jetzt präsentieren darf. Ich gehe dafür kurz hier rüber und möchte Ihnen präsentieren die neue Marke, die hierzu auch gehört, zu diesem Gütesiegel Equality Pay. Es ist kein Zufall, dass dieses Gütesiegel, ich wechsle gleich wieder rüber, dass dieses Gütesiegel Equality Pay heißt, denn es ist da drinnen Equal Pay, auch das Thema Equality und das Thema Qualität, also Quality. Die verschiedensten Punkte, die hier in dieser Wortbildmarke, die uns begleiten wird, für dieses Gütesiegel auch enthalten ist. Also die Gleichstellung von Frauen und Männern in Betrieben ist ein wesentlicher Punkt und wir wissen, dass Unternehmen, die das tun, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, erfolgreicher sind und attraktivere Arbeitgeber sind. Es ist also ein Standortfaktor und ein Wettbewerbsfaktor. Und es ist ein Faktor für die Attraktivität. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig und wir wollen jenen Unternehmen, die hier schon etwas tun, die Möglichkeit geben, sich auch entsprechend zu präsentieren. Ab sofort können sich daher bis 12. Juni die Unternehmen über unsere Webseite auch hier bewerben. Ich lade alle ein dazu, hier teilzunehmen, Leitbetriebe genauso wie mittelständische Unternehmen. Es ist für alle geeignet. Was sind Kriterien? Es gibt 10 Kriterien für dieses Gütesiegel. 3 davon möchte ich Ihnen nennen. Das ist der Führungsanteil von Frauen in Führungspositionen. Dann die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und auch die strukturelle Förderung, also strukturelle Maßnahmen im Unternehmen. Das sind 3 von 10 Kriterien. Aus den einreichenden Unternehmen, die dann dieses Gütesiegel Equality tragen dürfen und führen dürfen, werden wir dann auch, und ist die Möglichkeit, zusätzlich Projekte einzureichen, und wir werden im Herbst in einer Gala besonders großartige Projekte entsprechend auch auszeichnen.
Wir haben den heutigen Tag nicht zufällig gewählt. Es ist am Sonntag der Weltfrauentag, ein ganz wichtiger Tag. Und es gilt mit diesem Gütesiegel, das sicherlich nicht alle Probleme lösen wird, aber einen Beitrag leisten soll, jene Unternehmen, die hier schon sehr viel tun, vor den Vorhang zu holen und jene anzuregen, etwas zu tun, die vielleicht hier noch nicht so beschäftigt sind in dem Bereich und diese Dinge noch nicht so in den Vordergrund gerückt haben. Aus meiner Sicht ist es wichtig, diese Investitionen in Österreich zu unterstützen. Das tun wir mit diesem neuen Gütesiegel Equaliter und ich freue mich, dass wir das heute auf den Weg bringen konnten. Ich würde gerne an dich übergeben. Vielen Dank, liebe Margarete Schramburg. Danke, dass wir heute anlässlich des Weltfrauentags, der kommenden Sonntag ist, ein so wichtiges Zeichen setzen können für die Frauenförderung und für die Gleichstellung von Mann und Frau in allen Lebensbereichen. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Frauenförderung schon viel erreicht, aber es gibt auch noch viel zu tun. Und insbesondere auch betreffend der Einkommensschere zwischen Männern und Frauen gibt es noch viel Verbesserungsbedarf. Erst vor wenigen Tagen mussten wir den sogenannten Equal Pay Day begehen, der erneut darauf aufmerksam macht, dass die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen immer noch etwa bei 20%, konkret 19,9% liegen. Und da brauchen wir auch die Unternehmen auf unserer Seite, um hier Schritte in Richtung Verbesserung zu setzen. Und ich denke, es passiert auch schon viel in Österreich zur Frauenförderung in Unternehmen und ich bin froh, dass wir Unternehmen darauf aufmerksam machen, dass die Frauenförderung in ihren Unternehmen auch für sie einen großen Nutzen bringt. Denn Frauenförderung ist auch für Unternehmen ein Weg zur Profitsteigerung und ein Weg, um Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und nicht nur das, Unternehmen, die Frauen fördern, sind ja auch für Frauen wiederum attraktiver, auch als Arbeitgeber. Und auch das ist wichtig, Frauenförderung ist ein Element, um die besten Frauen auch in seinem Unternehmen zu halten. Zu guter Letzt ist es mir wichtig zu sagen, Frauen müssen in allen Unternehmen präsent sein, in allen Führungsfunktionen präsent sein und in allen Betrieben, in der Privatwirtschaft, aber auch im Staat präsent sein. Mir geht es darum, in meiner Politik auch als Frauenministerin positive Beispiele auch vor den Vorhang zu holen, um Frauen zu zeigen, dass sie ihren Weg machen können, dass sie mutig sein können und dass sie sich von niemandem klein machen lassen. Und das ist auch wichtig, am Weltfrauentag zu zeigen und positive Beispiele vor den Vorhang zu holen. Ja, vielen Dank. Ich kann hier eigentlich nur an die Aussagen der beiden Ministerinnen anschließen. Mich trifft das Thema aus mehreren verschiedenen Gesichtspunkten. Zum Ersten bin ich Vorstandsvorsitzende der Vienna Insurance Group. Die Vienna Insurance Group ist ein international tätiges Versicherungsunternehmen. Wir sind die führende Versicherungsgruppe in Österreich und Osteuropa. Wir sind in 30 Ländern tätig und Diversität oder Vielfalt ist einfach ein Thema, das bei uns im Haus sehr, sehr groß geschrieben wird. Wir haben Diversität auch als unseren Kernwert definiert. Wir sagen auch sehr gerne, Diversität liegt eigentlich in unserer DNA. Und die Diversitätsstrategie in der Vienna Insurance Group fokussiert auf die Kriterien Gender, Internationalität und Generationen. Gender steht natürlich sehr stark im Vordergrund. Wir haben hier entsprechende Maßnahmen entwickelt. Wir setzen diese Maßnahmen auch sehr konsequent um und bauen diese Maßnahmen auch weiter aus. Wir haben, und darauf sind wir durchaus stolz, vorige Woche einen Award bekommen. Wir sind zum ersten Platz beim Gender Diversity Index Austria, der Boston Consulting Group, gewählt worden. Und das zeigt uns eigentlich, dass unsere Maßnahmen, die wir hier umgesetzt haben, auch in die richtige Richtung zielen. Zum Zweiten, ich bin Mathematikerin, also kommen jetzt auch ein paar Zahlen. Es spricht mich daher das Thema MINT auch entsprechend an, wenn wir hier Frauen in diesen Bereichen entsprechend forcieren wollen. Wir haben einen hohen Diversitätsgrad in unserem Haus. Ich glaube, Ihnen hier in Österreich ist es bekannt. Wir haben in der VIG Holding, in unserer Holdinggesellschaft in Österreich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 24 verschiedenen Nationen. Bei uns ist es relativ divers im Haus. Man hört Englisch und diverse andere Sprachen. Also wir sind hier sehr diversifiziert, nicht nur von der Internationalität, sondern auch vom Geschlechterverhältnis. Gerade aus Osteuropa kommen auch sehr viele sehr gut ausgebildete weibliche Mitarbeiterinnen und Führungskräfte. In den österreichischen Vorständen, und auch da sind wir, glaube ich, Vorreiter, haben wir derzeit einen Frauenanteil von 35%.
Sie wissen, wir haben drei österreichische Versicherungsgesellschaften, die Vienna Insurance Group, die Wiener Städtische Versicherung und die Donauversicherung. Zwei dieser Gesellschaften, die Donauversicherung und die Vienna Insurance Group, werden auch von Frauen geführt. Ansonsten haben wir 35% Frauenanteil. Wir haben drei weibliche Vorständinnen in der Wiener Städtischen Versicherung. Wir haben zwei in der Donauversicherung, zwei in der Vienna Insurance Group. Und wir haben auch eine weibliche Vorständin in unserem Haupteigentümer, dem Wiener Städtischen Versicherungsverein. Und worauf ich besonders stolz bin und wo ich glaube, dass das auch die Basis für die Weiterentwicklung ist, ist, dass in unserer zweiten Führungsebene in der gesamten Gruppe die Frauenquote bei knapp 50% liegt. Das heißt, somit ist quasi jede zweite Führungskraft Vorstand minus 1 Ebene weiblich. Das heißt, wenn wir Vorstände besetzen, haben wir gleich viele weibliche wie männliche Kandidaten und potenzielle Bewerberinnen für diese Positionen. Und ich sage immer so schön, wir sehen das wie in einer Pyramide. Man muss unten möglichst breit beginnen, damit möglichst viele Frauen dann in die obersten Führungsebenen vordringen. Und daher ist es für mich so wichtig, auch in den unteren Ebenen entsprechend den Frauenanteil zu fördern und zu forcieren. Wir haben natürlich, und ich möchte Ihnen hier ein paar Beispiele nennen, konkrete Maßnahmen, wie wir das denn tun. Wir versuchen, Hindernisse bei Frauenkarrieren zu beseitigen. Wir haben Ausbildungsprogramme im Haus für Führungskräfte, für High Potentials, für Experten, wo wir bewusst die Führungskräfte auffordern, auch den weiblichen Anteil der Teilnehmer entsprechend hochzusetzen, damit wir auch hier unsere Potenziale entsprechend erkennen. Im Entlohnungs- und Vergütungssystem ist bei uns ganz klar alles geschlechtsneutral gestaltet. Für gleiche Arbeit gibt es gleichen Lohn. Das ist oberste Priorität. Und wir versuchen auch, die ambitionierten Frauen stärker sichtbar zu machen. Das heißt, wir versuchen, Konferenzen, Veranstaltungen auch entsprechend mit Frauen zu beschicken, um eben ihnen hier auch eine Plattform zu geben, um das Sichtbarmachen von Frauen entsprechend zu unterstützen. Viele von Ihnen wissen das wahrscheinlich auch. Wir haben bereits 1974 in unserer Gruppe den ersten Betriebskindergarten in Wien gegründet. Der ist für Mitarbeiter, für Kinder von Mitarbeitern der Wiener Städtischen, der Donauversicherung und der Vienna Insurance Group zugänglich. Und wir haben natürlich flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten. Wir haben in der Vienna Insurance Group die Familienwoche eingeführt. All das sind Aktivitäten, die entsprechend unterstützen, dass das Thema Frauenförderung entsprechend hochgehoben wird bei uns im Haus. Jetzt zum Gütesiegel. Ich begrüße das sehr, denn ich denke, das Sichtbarmachen von Frauenförderung und den Initiativen dafür ist ein extrem wichtiges Signal in Richtung anderer Unternehmen und auch in Richtung Frauen. Und wir werden uns natürlich um dieses Gütesiegel entsprechend bewerben. Ich denke, Auszeichnungen motivieren und das sollte auch viele motivieren, hier entsprechend Aktivitäten zu setzen, mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen, denn das ist ein, glaube ich, Ziel, dass wir uns hier alle setzen. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite und ich möchte mich deinen letzten Ausführungen anschließen. Ich glaube, die Bewusstseinsbildung ist eine wesentliche Voraussetzung, um weiterzukommen, um mit positiven Beispielen auch andere zu motivieren, dieses Thema in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensstrategie zu stellen. Und es ist eine Führungsaufgabe, für Frauenförderung in einem Unternehmen zu sorgen. Es geschieht nicht von selbst, das ist völlig klar. Und wer in Zukunft als Unternehmen erfolgreich sein will, der muss sich diesem Thema widmen. Und ohne gelebte Diversität könnten wir als Unternehmen nicht erfolgreich sein. Wir haben 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 52 Nationalitäten, 17 Religionsgemeinschaften und zwar nur in der Flughafen Wien AG und ihren Tochterunternehmen in Österreich. Das sind also die Auslandstöchter noch nicht mit einbezogen. Und ich glaube, dass für uns als Unternehmen ein wesentlicher Eckpfeiler der zukünftigen erfolgreichen Arbeit eben die Sorge um die Genderarbeit im Unternehmen ist. Wir sind noch nicht so weit wie die VIG, da schaue ich neidvoll
auf dich. Aber wir haben in den letzten Jahren in einem sehr technisch orientierten Unternehmen viele Initiativen gesetzt, die uns auch weitergebracht haben. Das heißt, in unserer Führungsmannschaft, in Summe 120 Personen, sind wir bereits bei rund einem Viertel, was den Frauenanteil anbelangt. Und man muss auch immer schauen, wo man herkommt. Also das waren sehr, sehr viel weniger vor einiger Zeit. Und wir bemühen uns natürlich insbesondere, junge Frauen für die technische Seite der Tätigkeiten am Flughafen zu interessieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir bei Bewerbungen für Lehrstellen de facto jede weibliche Bewerbung annehmen. Weil es sind leider noch immer nicht sehr viele, es könnten sehr viel mehr sein, aber die, die sich bewerben, die haben sozusagen eine gesetzte Bank bei uns und wir sind auch sehr glücklich darüber und das hat sich sehr, sehr bewährt. Wir setzen natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen, das würde auch den Rahmen heute sprengen, das jetzt im Einzelnen zu beschreiben. Was ich damit sagen will, ist, dass es nicht darum geht, jetzt das eine oder das andere zu tun, sondern dass es eine integrierte unternehmenspolitische Schwerpunktsetzung sein muss, die an ganz unterschiedlichen und vielen Bereichen und Themen ansetzt, die auch natürlich zugeschnitten sein muss auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens. Und was ich berichten kann aus unserer Praxis, wenn man das konzentriert, gezielt und auch mit der entsprechenden Schwerpunktsetzung tut, dann ist es auch erfolgreich. Ja, also es ist nicht so, dass man vergeblich sich bemühen muss, sondern es zeitigt auch sehr rasch entsprechende Erfolge. Und das, glaube ich, brauchen wir alle, um dann motiviert zu sein, die nächsten Schritte zu setzen. Und so ein Motivationsfaktor ist sicher dieses Gütesiegel. Wir werden gerne mittun, wir werden es gerne propagieren. Und ich hoffe, dass es nach seiner Vorstellung heute ein wirkliches Symbol dafür wird, dass Österreich und dass die Wirtschaft in Österreich dieses Ziel entschlossen und erfolgreich verfolgt. Vielen Dank. Wir würden jetzt in eine kurze Fragerunde starten. Gibt es Fragen zum Thema, bitte? Ja. Ja, es sollen schon alle 10 Kriterien erfüllt werden. Also das ist schon das Ziel. Da sind auch Leistungsbewertungen, Gehaltsentscheidungen, also nachzuweisen und selbst auch zu sagen, okay, wie mache ich das in einer Bandbreite? Meistens gibt es in Unternehmen Bandbreiten für die Bezahlung und da ist wichtig, dass die Frauen in diesen Bandbreiten sind. Im ersten Schritt ist es eine Selbstdeklaration, das heißt, man bewirbt sich, gibt mal die Daten ab. Wir nehmen dann Stichproben aus diesem gesamten Bereich und prüfen. Gleichzeitig kann man auch zusätzlich die Projekte einreichen, die dann eben ausgezeichnet werden. Also es ist ein wertiges Gütesiegel, das wir hier kreiert haben. Ja, also wir haben das in der ersten Regierungsrunde, war es die Idee, die wir gemeinsam im Team entwickelt haben. Wir haben gesagt, okay, es wird viel darüber gesprochen, wir wollen auch etwas tun und wirklich eine Veränderung. Und es ist wirklich gekommen aus der Erfahrung, die ich gemeinsam mit anderen CEOs vorher hatte, dass ich gesagt habe, wir werden immer ausgezeichnet für Familienfreundlichkeit und andere Themen, aber was ist mit unseren Projekten, die ausschließlich zum Thema Frauenförderung sind? Und so ist diese Idee entstanden. Wir haben das dann mit externer Begleitung und Experten von draußen, aber auch aus dem Haus, aus unserem Haus entwickelt. Das musst du. Nein, also ESF-Ausschreibung wird ganz, ganz anders, wird andere Bereiche betreffen. Und ich sehe, dass eben Unternehmen, die das jetzt schon tun, aufzeigen können, dass sie es schon tun und für andere Anreize noch die letzten Schritte zu gehen, wenn ein paar Kriterien dabei sind, wie
potenzialorientierte Personalentwicklung, verschiedene Bereiche da noch stärker hinzuschauen und das entsprechend auch nachzuziehen. Frau Buchmüller. Ja, ich setze sehr stark nicht auf Gebote und Verbote, sondern auf Anreizsysteme. Und die Unternehmen können sich mit diesem Gütesiegel wirklich differenzieren am Markt. Das heißt, es steht für eine höhere Attraktivität des Arbeitgebers. Und in Zeiten des Fachkräftemangels hilft das natürlich sehr, sehr stark, auch nach außen zu zeigen, Frauen, die sich bewerben. Und es sind ganz viele, zu sagen, okay, das ist ein Unternehmen, da gehe ich lieber hin, weil hier wird etwas auch getan und wird das Thema bewusst aufgegriffen und getrieben. Und bisher war das nicht sichtbar für die Frauen, die sich auch bewerben. Das heißt, was wir tun, setzen auf die Freiwilligkeit, aber ich bin überzeugt, wir finden ganz viele Unternehmen, die daran teilnehmen. Viele Gütesiegel in Österreich funktionieren sehr, sehr gut und bin überzeugt, dass das eines sein wird, das sehr, sehr stark aufgegriffen wird. Also vielleicht dafür noch was zur Einkommenstransparenz. Zum einen, ich bin auch davon überzeugt, dass dieses Gütesiegel auch für die Frauen sozusagen in der Auswahl ihres Unternehmens, für das sie arbeiten wollen, auch ein wichtiges Signal ist. Also es geht ja nicht darum, dass sich nur sozusagen der Gewinn des Unternehmens maximiert, was durch eine gute Frauenförderung sicherlich der Fall sein wird, sondern es geht auch darum, dass Frauen sich Unternehmen aussuchen, in denen eben auch Frauenförderung gelebt wird. Macht also das Unternehmen auch attraktiver. Und zur Einkommenstransparenz. Es gibt ja bisher auch die Pflicht zur Legung von Einkommensberichten. Die gibt es ja auch jetzt schon. Und wir haben uns im Regierungsabkommen das Ziel gesetzt, dass wir diese Einkommensberichte auch besser zugänglich machen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das wird sicher ein nächster Schritt sein, hier auch gemeinsam mit den Unternehmen Wege zu finden, damit diese Einkommensberichte besser zugänglich sind und die Einkommenstransparenz auch verbessert wird. Gibt es... Nur zum Einkommensbericht vielleicht noch was sagen. Es ist auch bei den Teilnahmebedingungen Unternehmen, die verpflichtet sind, einen Einkommensbericht zu machen. Die müssen nachweisen, dass sie im vergangenen Jahr einen Einkommensbericht gelegt haben oder dass sie sich spätestens bis erstes Quartal 2021 diesen machen. Das heißt, wir können auch hier eine Anregung schaffen, wenn ich teilnehmen möchte, stärker die Einkommensberichte voranzutreiben. Jedes Unternehmen teilnehmen, nur jene Unternehmen, die per Gesetz zu einem Einkommensbericht verpflichtet sind, das sind größere Unternehmen und es noch nicht getan haben, können bis erstes Quartal sich committen und den nachreichen und uns das auch nachweisen. Bis zum erstes Quartal 2021 teilnehmen kann jedes Unternehmen, jeder Größenordnung. Für die trifft dann dieses Kriterium halt nicht zu. Ja, die kann man sehr gut auch machen, indem man Gehaltsbandbreiten hat in einem Unternehmen und dann auch zeigt, okay, in dieser Gehaltsbandbreite sind Frauen und Männer gleich, da kann man Stichproben entsprechend machen. Gibt es noch weitere Fragen? Dann vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Wir würden jetzt im Anschluss noch ein Gruppenfoto machen mit dem Siegel. Danke.